Willkommen in der Ida-Küche. Heute ist Valentinstag, Tag der Liebe. Günni, was haben wir denn Süßes vorbereitet? Heute machen wir einfach mal einen Schokoladenkuchen. Der passt immer. Was Fruchtiges noch dazu. Und wir versuchen noch einen schönen, flüssigen Kern hinzubekommen. Ich würde dann schon mal mit dem Kuchenteig anfangen. Ich gebe dann schon mal die Butter dazu. Kuvertüre. Einfach ein bisschen kleinschneiden, denn die müssen wir dann hier schmelzen. Als nächstes bräuchte ich 8 Eier. Noch Zucker dazu. Günni, Schokolade ist fertig. Dann kannst du schon mal reintun in den Topf, die schmelzen wir mit der Butter mit. Alles klar. Günni, die Schokolade ist geschmolzen. Bei der Schokolade kann man fast jede hernehmen. Ich nehme aber gerne die dunkle Kuvertüre. Also eine richtige Zartbitterschokolade. Richtige Zartbitterschokolade. Was hältst du vom Schuss Amaretto? Ja, es gibt noch ein schönes Mandelaroma noch. Genau. Perfekt. Dann das Mehl langsam reingeben, jawohl. Ja, und dann können wir eigentlich schon unsere Himbeersoße machen, gell? Wir nehmen etwas Zitrone, tiefgefrorene Himbeeren und 3 Esslöffel. Puderzucker, eine halbe Zitrone genügt. Und das mixe ich jetzt einmal ordentlich durch. Traum, ah, Träumsche. Und dann haben wir unsere Förmchen ausgebuttert. Das heißt, wir füllen sie jetzt mal. Nicht ganz einfüllen, sondern so 3/4 voll reicht. Und dann können sie ab in den Ofen. Ja, Franz, das Schöne am Backen ist ja, jetzt backt der Backofen. 7 Minuten durchschnaufen. Ja, herrlich. So viel Liebe. Und das mit Schokolade.